Ist das das Mikrofon? Das ist das Mikrofon. Und wie kann ich stehen, wenn dieses fest ist? Nicht. Man kann es so probieren oder Sie nehmen das in die Hand, wie Sie möchten. Ich möchte nichts in der Hand haben, weil die Hand nicht funktioniert. Wie ist das mit dem Mikrofon? Würde das so gehen, halbwegs oder nicht? Halbwegs? Kann man lauter machen. Also etwas lauter. Weil wenn ich auf dem Pult stehe, jetzt bin ich ja nicht gleichzeitig hier. Ja, danke. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich war schon viele Male in Leipzig, nach 89 natürlich erst. Und kenne Sie hier alle noch nicht und auch diesen Hörsaal noch nicht, der mir sehr gut gefällt, wiewohl ich es anbeten würde, er hätte auch Tageslicht und nicht beständig dieses Neonlicht. Ich weiß nicht, was das mit eurer Lehre macht. Mich macht es leider etwas nervös. Jetzt schon, im ersten Satz lauter. Kann man dieses Mikrofon, das kann man nicht umstellen, ne? Doch. Wie ist es so? Ist es jetzt okay oder auch nicht? Sonst müssen wir doch das Handmikrofon nehmen. Wie ist das so? Würde das gehen oder muss ich dann dauernd schreien? Es antwortet niemand. Wie ist das mit euch in den letzten Reihen da hinten? Geht das? Besser. Okay. Wir hätten das vorher probieren können. Also wie schon angekündigt, ist die 4-in-1-Perspektive ein Eingriff auf ganz verschiedenen Ebenen. Man hat ja auch an meinem Lebenslauf gehört, dass ich, könnte man ebenso gut sagen, ein nicht so universell gelehrt bin, sondern mich nicht festlegen mag auf irgendeinen Bereich, sondern überall mich irgendwo einlasse. Und so ist auch dieser Eingriff nicht nur ein politischer, sondern auch ein methodischer in Sozialforschung, ein erkenntnistheoretischer, also in die Weise, wie wir überhaupt denken und unsere Erkenntnisse gewinnen, ein politischer, wie das auch schon heißt, und ein psychologischer. Gewöhnlich, wenn ich das vorstelle, habe ich inzwischen unendliche Male gemacht, Gott sei Dank ganz kürzlich nicht, so konnte ich mich wieder damit befreunden, aber im Anfang, ich habe das erste Mal vorgestellt 2007, also vor 10 Jahren, in der Zeit danach habe ich jetzt, glaube ich, in 60 Vorträgen überall in Deutschland, aber auch im Ausland vorgestellt. Und gewöhnlich habe ich begonnen mit einem Märchen. Weil die Märchen haben dies wunderbare Ansicht, dass sie meistens ganz knapp zusammenfassen, was so im allgemeinen Fühlen und Denken schon vorhanden ist. Man kriegt also einen Eindruck dann, was der Common Sense im Volk ist in den Märchen. Am schönsten fand ich eigentlich das in fast jedem so, ob man dort noch Röschen nimmt oder Aschenputtel oder König Drosselbart oder so. Man wird immer auf das gleiche Muster stoßen in Bezug auf die Bewertung der Arbeit und auf die Bewertung der Personen, die jetzt arbeiten oder nicht arbeiten und wie sie sein sollten, welche Tugenden sie haben und welche nicht und wie die Geschlechter verschieden verteilt sind. Es findet sich in den Märchen auf das Schönste zusammengefasst. Mir gefiel eigentlich die, mit der ich es das erste Mal vorgestellt habe, war das Märchen von den 3 Spinnerinnen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich in dieser Generation jetzt noch ein allgemeines Märchenwissen voraussetzen kann. Großmütter, die Märchen erzählt haben und Enkel, die in sich aufgesogen haben. Deswegen fasse ich das nur kurz zusammen und erzähle es nicht wirklich als Märchen, was viel schöner wäre. Aber die 3 Spinnerinnen geht so, dass eine arme Frau hat eine entsetzlich faule Tochter, die niemals arbeiten will. Und obwohl sie sie prügelt, es nützt nichts. Und eines Tages prügelt sie sie wieder und es fährt die Königin vorbei und hört die Tochter schreien. Und jetzt steigt sofort aus ihrer Karosse und geht hinein und fragt, was ist eigentlich los und so. Und die Mutter schämt sich, nicht etwa, dass sie das Kind geschlagen hat,
sondern sie schämt sich zuzugeben, dass ihre Tochter faul ist und sagt also sie musste die Tochter schlagen, weil sie will von morgens bis abends spinnen. Und sie hat nicht die Mittel, ihr dieses Spinnzeug zu geben. Die Königin erkennt sofort, dass das eine Goldquelle ist und bittet die Tochter zu sich aufs Schloss, sodass sie dann immer zu spinnen kann und verspricht ihr auch, wenn sie das wirklich die ganze Zeit tut, wird sie den Sohn, also den Prinzen, als Gemahl bekommen. Dieses Märchen geht schrecklich weiter, weil sie kann überhaupt nicht spinnen. Wir wissen schon, dass sie faul ist. Und sie sitzt also ganz lange immerzu vor diesen ungesponnenen Sachen. Und dann kommen drei Frauen vorbei. Drei Basen heißt das in dem Märchen. Und sie ruft die an und um Hilfe. Und die kommen herein und sie sagen, ach, das kriegen wir im Handumdrehen. Die eine hat ganz furchtbar dicke Lippen, die andere einen ganz furchtbar dicken Fuß. Und die dritte, so wie ich, einen furchtbar dicken Daumen. Und wir machen das im Handumdrehen, vorausgesetzt, du versprichst uns, dass du zur Hochzeit mit dem Prinzen uns alle einlädst und sagst, wir sind deine Basen und Cousinen und so und was. Und es passiert so, die spinnen ein, zwei, drei Nächte, alles ist verbraucht und schon versponnen und so weiter. Und sie kriegt den Prinzen und sie sagt, zur Hochzeit sollen meine drei Basen kommen. Und dann kommen die herein und jetzt werden die gefragt, warum hast du denn eine so wahnsinnig dicke Lippe? Und sie sagt, es kommt vom Spinnen, die erste, vom Lecken des Fadens, vom Spinnen. Und die zweite sagt, mit dem dicken Fuß, mit dem Klumpfuß, das kommt vom Treten. Und die dritte sagt auch vom Fadendrehen. Und daraufhin sagt der Prinz das Wunderbare, er sagt, jetzt habe ich erkannt, dass Arbeit furchtbar hässlich macht. Meine Frau soll niemals arbeiten. Es ist übrigens dasselbe, was der PDS-Vorsitzende sagte nach 89. Meine Frau muss jetzt nicht mehr arbeiten. Wir waren daraufhin misstrauisch gegen die PDS, aber das ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Was man im Ganzen daraus lernt, aus diesen ganzen Märchen, ist, dass Hausarbeit eigentlich nichts ist, nichts, was man machen sollte oder dass sie nicht vorkommt und verschwiegen wird. Und dass Frauen irgendwie warten auf etwas Besseres. So, das ist so. So etwa der Grundstock, den die märchenhörenden Bewohner dieses Landes mitbekommen. Da ich nicht weiß, ob das jetzt immer noch genauso ist, gleiche ich in solchen Fällen auch immer noch ab mit mir selber, ob ich denn auch in dieser Weise in die Hausarbeit oder Nicht-Hausarbeit und in die Einschätzung von Arbeit, Leben und Gesellschaft eingeführt bin, und ich komme darauf, dass eher ja. Ich habe Hausarbeit gemieden wie die Pest. Ich habe versucht zu verschwinden, wenn es an den Abwasch ging, saß ich in einem Baum oder so. Auf jeden Fall, wenn es ans Reinemachen ging, war ich krank. Auf jeden Fall war klar, dass ich Hausarbeit nicht wollte und dass ich Arbeit also floh in dem Fall und weg von zu Hause wollte. Das war auch so, weil man ja damals als Tochter aus akademischem Haus auf die Universität ging nach dem Abitur. Also ging ich an die Uni und dachte, dass ich ein Projekt bin. Im Wesentlichen dachte ich, dass ich ein Projekt bin. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was mich interessiert. Ich weiß es zwar noch nicht, aber jetzt werde ich erstmal wie verrückt studieren und gleichzeitig überhaupt alles ganz anders machen als vorher, also nicht regelmäßig essen, nachts nicht schlafen, um die Krumme lang gehen und schwimmen. Aber natürlich, damals war die Zeit der Anti-Atom-Bewegung, also die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, stand auf der Tagesordnung. Natürlich waren wir alle in der Anti-Atom-Bewegung und im Studentenparlament, sodass ich von Anfang an dachte, das Leben ist Studium, so viel man Lust hat, 20 Referate im Semester, das wird man schon schaffen. Gleichzeitig sich vergnügen, nachts in Bars gehen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Transvestitenbar und die entsprechenden Personen dazu kennengelernt habe. Und das könnte eigentlich immer so weitergehen. Aber nach dem 10. Semester mehrten sich irgendwie die Fragen, möchtest du nicht eigentlich irgendwann dich entscheiden und irgendwie fertig werden? Und ich lebte von fast nichts. Aber
es musste eine Dissertation geschrieben werden. Damals, es ist heute nicht mehr für euch so, das beneide ich euch nicht drum. Damals konnte man, wenn man dachte, jetzt habe ich genug studiert und genügend Scheine in meinem Studienbuch gesammelt, konnte man sich zur Promotion anmelden und konnte promovieren und musste nicht vorher ein Diplom machen und nicht vorher bestimmte Riten absolvieren. Ich also suchte mir eine riesige Dissertation, und zwar die Entwicklung der Arbeit von Aristoteles bis zu den russischen Subotniks, was mich zu dem verpflichtete, Russisch zu lernen, weil man natürlich die Quellen im Original liest für eine Dissertation und auf diese Weise mir das Ganze noch weiter schön verlängerte. Aber dazwischen wurde ich plötzlich schwanger. Ich hatte auch geheiratet irgendwann einen Studenten, weil das damals war das ganz unmöglich, gemeinsam ein Zimmer zu bewohnen oder eine Wohnung oder gemeinsam so über Neckermann zu verreisen auf so eine Billigreise, da musste man einen Eheschein haben, sonst ging das nicht. So konnte man sich also nirgends hin bewegen, wenn man nicht verheiratet war. Also haben wir geheiratet und konnten lustige Reisen machen. Aber ich hatte nicht daran gedacht, ich kann niemals ein Kind bekommen, noch habe ich gedacht, aber dann werde ich auch ein Kind bekommen, sondern plötzlich wurde ich schwanger und ich hatte nichts gegen das Kind, auch nichts dafür, also wartete ich ab, bis es kam. Das Kind war eine absolute Falle. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Damals gab es keine Kindergärten, keine Kinderkrippen sowieso nicht, keine irgendwie geartete Unterstützung für sowas. Und außerdem stellten wir fest, wir zwei abgebrochene Studenten, also beide nicht fertig, wir können davon nicht mit dem Kind leben, wir brauchen ein geregeltes Einkommen. Irgendwoher muss Flaschenpfand zur Not oder sowas, das reicht nicht aus. Kinder sind relativ teuer, allein diese vielen Klamotten, die sie brauchen und wachsen dauernd wieder heraus und so. Also musste eine Stelle annehmen. Ich schrieb dafür eine Bewerbung an den Sender. Damals war das der Westdeutsche Rundfunk, der eine Stelle ausschrieb. Und wir wurden auch genommen, das heißt einer von uns, wir konnten uns das dann noch aussuchen. Und irgendwie war es selbstverständlich, dass wenn zwei abgebrochen sind, wird er die Stelle nehmen und ich, die ich sowieso das Kind abgöttisch liebte, kaum war es da, werde bei dem Kind zu Hause bleiben und fand mich von einem Semester aufs andere in einem Dorf in der Nähe von Köln auf dem Land mit einem Kind, welches sehr glücklich war und deswegen dauernd schlief und so gut genährt war. Das habe ich anderthalb Jahre durchgehalten, bis ich kurz vorm Selbstmord war, weil ich hatte keine Kultur irgendwie, in die ich eintauchen konnte, keinen Weg, den ich bis zur Uni machen konnte. Ich hatte mich auch nicht darum gekümmert, ob es dort einen Prof gibt, der meine Dissertation betreut, sondern gar nichts. Und bin einfach da reingeschlittert und so war es eigentlich nicht möglich, als eines Tages das Kind zu ergreifen, es war dann schon anderthalb, und zurückzugehen nach Berlin. Dort hatte gerade die Frauenbewegung angefangen. Das war die zweite Woche, als ich kam, als sich der Aktionsrat zur Befreiung der Frau im Republikanischen Club in West-Berlin traf. Und wir beschlossen daraufhin dort, wurde gerade beschlossen, Helge Sanders, die Filmemacherin, hatte das angefangen zu begründen und angefangen damit, Kinderläden und Kindergärtnerinnen zu organisieren. Und ich dachte, das ist doch das Gegenteil von dem, was ich will. Ich kann mit dem Kind nicht studieren und nichts. Jetzt will ich doch nicht auch noch in einer Frauengruppe sein, die sich hauptsächlich um Kinder kümmert und um Mütter und Kinderläden. Also habe ich angefangen, diesen ganzen neuen Frauenbewegungsgruppe, das sind ungefähr 100, muss man sich vorstellen, also etwa doppelt so viel wie jetzt hier sitzen, halb so viel wie jetzt hier sitzen, saßen dort zusammen. Und ich habe die angefangen sofort umzuorganisieren in lauter Schulungsgruppen mit dem Thema, woher kommt eigentlich Frauenunterdrückung? Es war uns wirklich ein dringendes Bedürfnis, das rauszukriegen, und ich überzeugte alle, dass solange wir die Wurzeln nicht kennen, können wir Frauenunterdrückung nicht an den Wurzeln packen und ausreißen. Wir kriegen das Ganze nicht verändert. Wir brauchen also diese Forschung. Haben wir Listen
der Benachteiligungen hergestellt, riesenlang. Das ging unendlich langsam. Die Verbesserungen, die in der Gesellschaft stattfinden, unheimlich langsam. Wenn ihr das mal rückwärts studieren könntet, wenn ihr so alt werdet wie ich, ich werde in diesem Jahr 80, werdet ihr sehen, das ist ja wahnsinnig. Das haben die schon vor 40 Jahren, war das genauso wie jetzt und keinen Millimeter weiter sind sie gekommen. Zum Beispiel gab es dann diese Quotendiskussion. Das war, glaube ich, 1984, ging die so richtig los. Also es sollten Quoten gefordert werden, wenigstens das, was in der Uni dann herauskam, wenigstens bei gleicher Qualifikation soll eine Frau genommen werden. Das konnte man damals schon ausrechnen, wenn die Unis, wo die Männer 800 Jahre im Voraus sind, wenn die Unis so reformieren in Bezug auf die Besetzung der Stellen in der Lehre, auch mit Frauen, genau so wird es 400 Jahre dauern, bis sie halbwegs auf dem Stand sind. Das war offenbar die falsche Methode. Aber gleichzeitig, da man auf diesem Wege nicht weiter und gleichzeitig die Medien das Thema aufgegriffen hatten, wie verrückt, die gleichen Autoren, die übrigens in der FAZ noch heute schreiben, schrieben solche Sachen wie Frauen gleichberechtigt in die verschiedenen Stellen zu nehmen, ist wie rote Dreiecke und Musik oder so, irgendwie zu vergleichen. Man kann das absolut nicht vergleichen. Und wenn man also dann seine Forschungsrichtung ändert, man kriegt es nicht hin. Die Quote funktioniert nicht, es wird nichts durchgesetzt. Wenn man jetzt dann die Fragerichtung ändert, was haben denn eigentlich die Quotengegner wirklich gegen die Quote? An sich ist es doch normal, an sich ist es doch selbstverständlich, dass wenn die Gesellschaft zur guten Hälfte aus Frauen besteht, dass die Frauen die gute Hälfte der Gesellschaft besetzen. Das müsste man doch vielleicht so denken. Aber wenn die das nicht so denken, was haben die denn eigentlich dagegen? Das war eine sehr fruchtbare Frage. Nämlich, man kriegt binnen kurzem das gesamte Gesellschaftsgefüge in den Blick. Die Haupttenor war, wenn Frauen, die jetzt in die Gesellschaft, in die gleichen Positionen drängen, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die kommen irgendwoher. Und dort, wo sie herkommen, fehlen sie dann. Und das wird bedeuten, dass die Gesellschaft kalt wird und grausam und statistisch und mathematisch und all sowas und alle Wärme wird aus ihr verschwinden. Deswegen müssen die Frauen bleiben, wo sie sind. Weil keiner wird die Arbeit übernehmen, die sie hinter sich lassen. Das lenkt natürlich den Blick, was ist denn das für eine Gesellschaft, wo nur bestimmte Arbeiten von Frauen übernommen werden und die werden nicht mal richtig genannt, sondern man sieht nur, wenn sie weggehen, fehlen sie und sonst sieht man nichts Genaueres was. Also ist das für eine Gesellschaft? Die gesamte Gruppe hat daraufhin Marx studiert, bis hin zum Kapital, um herauszufinden, was ist das für eine kapitalistische Gesellschaft. Das ist übrigens für mich klar und einleuchtend, bis heute nachvollziehbar, immer wieder und mit großem Gewinn, aufzunehmen. Immer wieder entdecke ich Neues da drin, wenn ich zum Beispiel die Feuerbach-Thesen, die ja sehr kurz sind, nur anderthalb Seiten, empfehle ich euch sehr. Jedes Mal, wenn man die liest, sind die was anderes, entdeckt man was anderes in ihnen. Aber wenn man das Kapital, das Dicke, das Ganze, den ganzen Band liest, dann ist es merkwürdigerweise so, dass überall, wo von Frauen, Kindern oder von unseren Tätigkeiten und von Praxen die Rede sein müsste, die auch schon vorher nicht da waren, herrscht auch dort weitgehend Schweigen. Nicht ganz überall. Ab und an gibt es einen Satz, der etwas anders ist, aber im Großen und Ganzen handelt die Analyse der Kritik der politischen Ökonomie im Kapital von den männlichen Industriearbeitern zu Beginn der industriellen Revolution und in den entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Das Wichtigste darin, was man doch aufheben könnte, jetzt eine Abweichung, ein Satz, der anders ist, oder zwei, drei, weil ich annehme, dass Marx nicht mehr zu euren Hauptlektüren gehört, zitiere ich das, sagt Marx in der deutschen Ideologie, unter den Momenten, die von Anbeginn der Geschichte an zugleich existiert haben, fungiert
dass die Menschen, die ihr eigenes Leben täglich neu machen, anfangen, andere Menschen zu machen, sich fortzupflanzen. Diese Familie, dem Anfang das einzige, das, die im Anfang das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürfnisse, neue gesellschaftliche Verhältnisse und die vermehrte Menschenzahl neue Bedürfnisse erzeugen, zu einem Untergeordneten. Und von Anfang an gilt, die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit, wie des Fremden in der Zeugung, erscheint nun schon zugleich als ein doppeltes Verhältnis, einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis. Gesellschaftlich in dem Sinn, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen verstanden wird, und hieraus geht hervor, dass eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist. Also die Geschichte der Menschheit stets im Zusammenhang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muss. Ich weiß nicht, ich nehme nicht an, dass man so schnell merkt, dass hier schon wieder die Familie fehlt, die gerade eben eingeführt wurde. Gerade im Satz davor wurde eingeführt, dass die Familie auftaucht. Und jetzt ist sie schon wieder verloren gegangen, nämlich die Geschichte der Menschheit wird jetzt im Zusammenhang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert. Nicht im Zusammenhang mit der Geschichte der Familie mehr. Schon wieder verloren. Je mehr die Entwicklung der Produktivkräfte, desto mehr Arbeitsteilung und desto mehr Genuss und die Möglichkeit von Herrschaft und von Entwicklung in einem. Ab jetzt aber gibt es zwei einander überlagernde Herrschaftsarten, die Verfügung einiger über die Arbeitskraft vieler, in dem, was man dann Lebensmittelproduktion nennt, und die Verfügung der meisten Männer über weibliche Arbeitskraft, ihre Gebärfähigkeit und den sexuellen Körper der Frauen in der Familie. Und dieses widersprüchliche Ineinander bewirkt, dass die Entwicklung der Gemeinwesen zugleich mit der Zerstörung ihrer Grundlagen voranschreitet, gestützt und getragen durch Geschlechterverhältnisse, in denen aus Herrschaftsgründen das sozial Geformte als Natur behauptet und mit der Natur die sinnlich-körperliche Substanz unterworfen wird. Man kann das in vielen, vielen Versuchen, literarisch oder sonst wo, studieren, dass das so ist, oder wenn man das in Soziologie... Ja, es gibt immer noch die Möglichkeit, also man könnte verlangen, dass ich mich in die Mitte stelle und das Handmikrofon halte. Es wäre auch möglich, dass die letzten Reihen vorne säßen. Vorne hört man auch nicht. Ich habe den Hörsaal fälschlich gelobt. Ist das immer so bei diesem Hörsaal oder ist das nur... Warum macht ihr keinen Aufstand? Das ist doch sehr unvorteilhaft oder sehr lernabträglich. Ja. Also, ich mache jetzt nicht solche Abschweifungen, wo ich euch vorschlage, dass ihr solche Behauptungen leicht studieren könnt, aber ihr wisst es vermutlich alle, dass wenn ihr aufgerufen werdet, irgendwie sinnliche Sachen oder körperliche, biologische oder sonst welche zu nennen, sie rangmäßig unter den, tief unten unter den Geistigen sind, die die oberen Sphären besiedeln. Und schon von Anfang an finden wir also eine Produktionsweise der Mittel zum Leben als eine gesellschaftliche Angelegenheit,
unter privater Herrschaft und die Reproduktion der Arbeitenden als den einzelnen Familien privat überantwortet, als ob sie gar keine gesellschaftliche Angelegenheit ist. Und in dieser Weise also hängen kapitalistische Ausbeutung und Arbeitsteilung in den überkommenen Geschlechterverhältnissen so zusammen, dass die kapitalistische Produktion unter anderem auf Frauenunterdrückung und Ausbeutung basiert. Der Ausflug über Marx hört gleich auf. Dies findet sich aber im zweiten Band des Kapital, falls Sie je so weit kommen, als plötzlicher Erkenntnisblitz bei Marx auf Seite 114. Da schreibt er, doch bleibt es dabei, das ist aber sehr, sehr scheußlich, stell dir mal vor, mit der Hand. Ich halte es so. Wir müssen mal probieren. Also, doch bleibt es dabei, das ist mir zu nah. Dass zu ihrem Ersatz ihre Reproduktion, also der Arbeiter, ne, ihre Reproduktion nötig ist. Und insofern ist die kapitalistische Produktionsweise bedingt durch außerhalb ihrer Entwicklungsstufe liegende Produktionsweise. Dieser Gedanke ist ganz unheimlich wichtig und er ist zentral von Rosa Luxemburg aufgenommen worden, weil auf diese Weise ja auch das Verhältnis zu den nicht-kapitalistischen Ländern in den späteren Kolonien erklärbar wird. Da schreibt sie ein ganz dickes Buch über die Akkumulation dazu. Noch ein Stückchen von Marx. Tatsächlich positioniert Marx selbst die Frage der Frauenunterdrückung in den Kontext entfremdeter Arbeit. Und zwar so, also ist einer von den wenigen Sätzen, die freilich noch sehr rohe, latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum, das übrigens hier schon vollkommen der Definition der modernen Ökonomien entspricht, nach der es die Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. Jetzt springe ich ein wenig über einige Stationen der Versuche, was die Frauenbewegung zu Beginn gemacht hat, feministische Fragen oder die Fragen der Frauen in der Gesellschaft in eine marxistische Theorie aufzunehmen. Zum Beispiel solche Fragen zu stellen wie, ist Hausarbeit eigentlich produktiv oder unproduktiv? Oder Familienarbeit oder sowas. Diese Texte, die dann geschrieben wurden, sind unglaubliche Mengen. Man kann mehrere Diplomarbeiten daraus schreiben und eine ganze Bibliothek damit vollstellen, aber die erwiesen sich als sehr langweilig und nirgends hinführend. Und die Quotendiskussion, die einfach die gleiche Anzahl von Männern und Frauen in allen Positionen zu erkämpfen suchte, beschäftigte zwar die Medien unendlich lange, aber prinzipiell wurde an der Struktur der Gesellschaft so gut wie nichts geändert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die zu der Zeit, also vor 40 Jahren ungefähr, es ziemlich deutlich war, dass Frauen niemals mehr als 10% der leitenden Posten einnehmen konnten. Also vor 40 Jahren. Niemals die 10%, das hieß dann die gläserne Decke, niemals die 10% Marke überschritten in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Professoren etc. Überall, wo es leitend wurde, 10%. Mehr konnten sie nicht kriegen. Wie viel sind es heute? Wir sind jetzt 40 Jahre später. 9%. Also die, was passiert dort eigentlich? Die Zeiten haben sich enorm geändert in den letzten 40 Jahren. Die Gesetze regeln inzwischen die gleiche Berechtigung der Frauen. Die Erkenntnis, dass Frauen auch Menschen sind, hat sich langsam durchgesetzt. In die Schulen und Bildungsinstitutionen bis in die Universitäten hinein sind in der Mitte bis unten in großem Umfang Frauen eingezogen. Die Studentinnen sind meistens jetzt mehr als die weiblichen, als die männlichen. Und bis die Lehrerinnen auch, aber bis in die Mitte ungefähr geht das.
Die Macht- und Entscheidungspyramide, das sagte ich schon, kann man ohne weiteres erkennen, dass die Gesellschaft nach wie vor in ihren Werten und also auch in der Verteilung von Macht und Einfluss eine Männergesellschaft ist. Es scheint also, als ob das Patriarchat unsterblich ist. Ich habe irgendein Buch geschrieben, nein, einen Aufsatz, das Patriarchat beharrlich nach seinem Verschwinden. Genau so ist es. Freilich haben wir inzwischen durch das Studium von Gramsci, Antonio Gramsci, mit seinem Hegemoniekonzept, von den Marx'schen Feuerbach-Thesen durch eigene, unablässige Erinnerungsarbeit, das ist das, was ich begründet und mit in 11 Büchern etwa veröffentlicht habe inzwischen, den Gedanken, dass Frauen Opfer der Verhältnisse oder der Männer seien, aufgegeben und an die Stelle ihre Mitwirkung an ihrer eigenen Unterdrückung analysiert. Aber wenn wir aus den folgenlosen Forderungen, Frauen in Spitzenpositionen zu nehmen, die ja im Gesamtzusammenhang der Gesellschaft sowieso noch gar nichts ändern, sondern gerade in der Teilung der unterschiedlichen Arbeiten an Menschen oder an Waren, die wesentlichen Dimensionen für das Funktionieren kapitalistischer Herrschaft und entsprechenden Profit und die Quelle von Krieg und Krisen ausmachen, müssen wir einen anderen theoretischen Rahmen für weitere Forschung und Politik aufspannen, der nicht weiter versucht, die Geschlechter aneinander anzugleichen, sondern ihre Verschiedenheit politisiert. Dieses Projekt nenne ich die 4-in-1-Perspektive. Das ist unser Thema. Sie fügt zusammen Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit, Kunst und Kultur und Politik. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu lang dieses vorstelle. Ich habe ganz winzige Stichworte und dann spreche ich immer zu lang. Diese Spannung, das 4-in-1-Konzept ist eigentlich ganz einfach. Man versteht es sofort. Der neue Spannungsrahmen ist historisch an der Zeit, weil die Produktivkraftentwicklung, also die Produktivkräfte der Arbeit, so weit vorangeschritten sind. Die Frage ist, wie vermittelt man das individuell? Auf welchen Druck antwortet es? Die Vorstellung kommt also aus den Kämpfen über Jahrzehnte um Frauen, Unterdrückung und Befreiung. Die erste Voraussetzung ist, weswegen ich sage, das ist einfach und das ist absolut an der Zeit, die Produktivkraftentwicklung der Arbeit. Die Abnahme an gesellschaftlich notwendiger Arbeit führt, wenn nichts anderes geschieht, zu Arbeitslosigkeit. Dennoch haben wir die 35-Stunden-Woche allmählich durchgesetzt, übrigens jetzt schon wieder nicht mehr, es geht schon wieder aufwärts. Wir haben keine radikale Arbeitszeitverkürzung auf der historischen Tagesordnung. Wir haben die Humanisierung der Arbeit, was in den 70er Jahren ein breiter Strom war, also wie die Qualität der Arbeit humaner sein müsste. Und humaner sollte heißen, nicht repetitiv, nicht körperlich schwer, sondern geistreich, abwechslungsreich, die Menschen entwickelnd, nicht verknechtend und versklavend und so weiter. Dass diese Humanisierung der Arbeitswelle gibt es auch nicht mehr. Wir könnten das wieder aufnehmen, wie angemessen, menschlich, wie lang, wie vielfältig und so weiter die menschliche Tätigkeit und der Umgang mit Natur sein könnte. All dieses könnte sein, wenn man sieht, wie ungeheuerlich die Produktivkräfte der Arbeit sich entwickelt haben. Vielleicht habt ihr auch solche Zahlen im Kopf. Ich bin mit Zahlen zitieren schlecht, wenn ich sie nicht aufschreibe. Aber nach meiner Erinnerung ist es ungefähr so, dass die Produktion eines Autos an lebendiger Arbeit vor 40 Jahren ungefähr 14 Tage brauchte und heute 2 Stunden. Und dann kann man ausrechnen, dass dazwischen, nicht, zwischen den 2 Stunden und den 14 Tagen, liegt die große Spannbreite, wo man mit der lebendigen Arbeitskraft etwas anderes anfangen könnte, als immer auf dem gleichen Maßstab alles weiterzumachen, weil es dann ja
zum Beispiel die Arbeit zu humanisieren, zu vervielfältigen, zu verringern, radikal und so weiter, und den Umgang mit der Natur zu ändern. Der zweite Block ist die Umsonstarbeit der Frauen im Fürsorgenden, teilt die gesellschaftliche Gesamtarbeit, in Reproduktionsarbeit und andere. Aber hier schon im Begriff Reproduktionsarbeit sieht es so aus, als gehe es um die Beschaffung neuer Arbeitsmänner oder neuen Arbeitsvolks, während es doch bei der Umsonstarbeit der Frauen um nichts weniger geht als um das Miteinander, das Soziale, um Liebe und um Solidarität, also um das menschliche Projekt des Sozialen. Man kann das ja diskutieren, was das, weil ich das jetzt so verkürzen muss, damit wir es überhaupt einmal durchdekliniert kriegen. Wenn man die zwei nebeneinander stellt, das heißt dann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wird man nur Stress herausbekommen. Und fast alles, was menschlich möglich war, bleibt dabei auf der Strecke. Es gibt dazu so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den, so kleiner, ganz kurzer Film. Zwei U-Bahnen fahren in einen U-Bahnhof, der eine so rum und der andere so rum. In dem einen steigt die Frau aus, rast durch die geöffnete Tür in die Mitte des Perrons, rechts und links ein Kind auf dem Arm, und gegenüber rast der Mann aus dem entgegen und nimmt die beiden Kinder auf und reicht der Frau etwas anders, und sie fährt in den Zug weiter zur Arbeit und er fährt in den Zug weiter nach Hause. So dass man sieht, dass das Lebendige und das Familiäre und das Mögliche und das Freundliche völlig auf der Strecke bleibt. Ein sehr, sehr schöner, sehr knapper Film, den man, glaube ich, in Schulen zeigen sollte. Oder aber, wenn man es nicht auf der Strecke lässt und nicht bloß Stress herauskommt, dann wird eine Hierarchie eingezogen, das ist das Normale. Die Arbeit in der Produktion, ich nenne jetzt mal alle Produktion und Verwaltung, alle Erwerbsarbeit in dieser Weise, Arbeit in der Produktion, ist das hierarchisch Übergeordnete. Und das Unwesentliche ist das, was umsonst getan wird. Daran sieht man ja auch schon, wie unwesentlich es ist, und was zu Hause getan wird und in Hausarbeit und was gewöhnlich von Frauen erledigt wird. Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist diesen Weg gegangen. Ich habe das zusammengestellt, mal wie so die einzelnen Größen aus der Arbeiterbewegung über die Frauenarbeit im Haus gedacht haben. Alle, die sich überhaupt dazu geäußert haben, Lenin, Marx, Luxemburg, Liebknecht, ihr könnt sie alle einzeln aufzählen, haben im Tenor so geschrieben: Die Frau muss endlich aus der Sklaverei der Hausarbeit befreit werden, dass sie sitzt unter diesem Joch, es verdummt sie, stumpft sie ab. Sie muss befreit werden, damit sie Seite an Seite mit dem Mann in der Produktion und in der industriellen Arbeit gemeinschaftlich zu neuen Taten schreiten kann. So. Kurz, die Losung in der Arbeiterbewegungstradition läuft auf Abschaffung der Hausarbeit hinaus, ohne dass man weiß, wer tut denn dann das, was da offensichtlich irgendwie vorher getan wurde. Oder haben wirklich alle vorher auf der Couch gelegen und Pralinen gegessen? So, das ist die Frage da drin. Umgekehrt, was auch versucht wurde innerhalb der Frauenbewegung, das Leben selbst vor die Erringung seiner Mittel, man hört ja, dass die Leben zum Lebensmittel irgendwie so zusammengehören, dass sie einen Trennungszusammenhang bilden. In dem einen Fall wurden die Mittel zum Leben hierarchisch oben hingestellt, in dem anderen jetzt von den Frauen, das Leben ist die Hauptsache. Also der häusliche Bereich muss so weit aufgewertet werden, bis klar wird, dass das Gewerbsmäßige nur Profite bringt und also abgeschafft gehört. Dies wurde in der Frauenbewegung diskutiert, als der Arbeitsbegriff sollte so weit erweitert werden, bis alles passt. Und immer unschärfer wurden die Gegner und die Kämpfe, sodass insgesamt es keine Lösung für dieses Problem von Hausarbeit, Umsonstarbeit, Erwerbsarbeit, Männern und Frauen gab.
Aber wenn man die zwei erst nebeneinander stellt, entdeckt man die, also die Umsonstarbeit der Frauen in Familien und Haus und die Erwerbsarbeit der Männer und auch Frauen zunehmend, entdeckt man, wenn man die nebeneinander stellt, das weitere und nennt beides Arbeit, dann entdeckt man das weitere, ein weiterer Bereich bisher eigentlich auch unter Arbeit stehen müsste, und das nenne ich der Mensch als Selbstzweck. Wo eigentlich sollten sich Menschen, wenn nicht durch eigene Arbeit, entwickeln, lernen, Kunst, Kultur, Genuss und Muße, die ja auch alles anstrengende Bereiche sind, als eigene Bereiche zu denken, empfiehlt jetzt die 4-in-1-Perspektive. Der Mensch als Selbstzweck, ich bin mein Zweck, die Entwicklung eines jeden, oder wie Marx das sagt, die Voraussetzung ist, dass die Entwicklung eines jeden die Voraussetzung der Entwicklung aller ist. Wie also sollte denn dieses sein, wenn wir nicht diesen Bereich, ich bin mein eigener Zweck, auch als Arbeit, als dritte Säule aufgestellt wird? Also in den widerstreitenden Anforderungen mehr Selbstbestimmung und zugleich Gängelung und Angst, mehr Zeitsouveränität und mehr Angst, nicht genug Leistung zu bringen und so weiter, die Grenzen selbst ziehen zu müssen, braucht man doch eine Art Lebenskompetenz, die mühsam erworben werden will. Gesundheitsverträglich, sozialverträglich statt maßlos, also ein menschliches Maß aufzustellen. Dieses also würde in der Mensch als Selbstzweck, als dritte Arbeitssäule auftreten. Wenn man die drei nebeneinander stellt, so mit richtig schönen kleinen Säulen, sieht man ziemlich gleich, dass um solche Umwälzung hinzukriegen, braucht man eine vierte Säule. Das heißt, die politische Gestaltung für alle muss dann auch als eigene Arbeit in das Leben eines jeden einbezogen werden. Es braucht also sogenannte partizipative Formen. Was man ziemlich bald bemerkt ist, die vier Bereiche hängen zusammen. Wenn man an einer Stelle etwas ändert, muss man an der anderen Stelle auch etwas ändern. Ihre Stellung in der kapitalistischen Gesellschaft bezeichne ich als Stützungszusammenhang, zusammengeknotet durch einen Herrschaftsknoten. Man kann da drin am falschen Ende ziehen und dabei die anderen festigen. Es geht also nur, dass man sie gleichzeitig verändert. Daher müssen auch die entsprechenden Kämpfe um Zeit als Verteilung der freien oder der Gesamtzeit auf alle menschlichen Bereiche gedacht werden. Also wenn man das mechanisch ausrechnet, sagen wir mal, wir sind 16 Stunden wach und könnten tätig sein, müssen diese vier Bereiche, die jetzt auftreten, auf diese 16 Stunden gleichmäßig verteilt werden in Gedanken. Das ergibt ziemlich andere Bündnisse und andere Forderungen, als die wir bisher hatten. Zum Beispiel, ich bin übrigens langjährige Gewerkschafterin, nicht, dass man jetzt denkt, ich wäre gewerkschaftsfeindlich, Mitglied bei Verdi und früher für die IG Metall Zukunftswerkstätten gemacht und auf einer gewerkschaftlichen Universität gelehrt. Aber wenn ich die 4-in-1-Perspektive ansehe und sehe jetzt, was folgt denn eigentlich zur Zeit in Bezug auf die Kämpfe um Zeit. Zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Mit der Behauptung, so würde Arbeitslosigkeit verhindert. Aber natürlich hört man doch, wenn man einigermaßen im Kopf hat, was in der Gesellschaft passiert und welche anderen Tätigkeiten es gibt und wer da drin wie angeordnet ist, hört man doch, dass Arbeitszeitverkürzung nur bei vollem Lohnausgleich bedeutet, dass man für eine immer kleiner werdende Gruppe, die noch einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz hat, kämpft und alle anderen drumherum vergisst oder als Prekarier übrig lässt oder als Arbeitslose oder als Migranten oder als Flüchtlinge oder was immer. Stattdessen müsste zusammengeschnürt werden gute Arbeit, gutes Leben, Geschlechterverhältnisse
ohne deren Lösung es überhaupt keine guten Lösungen geben kann, und der Gesamtkomplex Jugend, die in die Gesellschaft neu eintritt, Prekarier, also das permanente Lumpenproletariat, die Reservearmee, die Arbeitslose und deren Proteste. Darin auch, was ihr schon hattet, das bedingungslose Grundeinkommen und schließlich die Vertiefung der Demokratie, die nämlich die sozial-partizipativen Vorstöße an Gesellschaftsgestaltung überhaupt erst vertieft in alle menschlichen Bereiche einsetzen. Also muss man alle Protestbewegungen der letzten Jahre seit der Krise studieren und einbeziehen. Das bedeutet doch, dass das ganze Leben umgekrempelt werden muss, was die Verwendung von Zeit und was das Engagement in den Bereichen angeht. Das durchzusetzen, müssten alle sich und andere überzeugen, dass nur so ein gutes Leben perspektivisch möglich ist und sich an die Durchsetzung machen. Es ist eigentlich das Faszinierende an der 4-in-1-Perspektive. Ich habe mir überlegt, warum geht die eigentlich um die ganze Welt? Was interessiert die Menschen daran? Und nicht alles, was ich schreibe und vorschlage, ist so dermaßen erfolgreich und wird sofort aufgegriffen. Was ist das Faszinierende daran? Das Faszinierende ist, glaube ich, dass sie sogleich begonnen werden kann und doch eine Utopie, eine Vision für die Zukunft ist. Denn gegen sie stehen alle Kräfte und Gewalten, die eine ganz andere Tageseinteilung und Zeitverbrauch und Ressourcenverteilung für ihre Interessen brauchen. Gegen sie stehen auch unsere Gewohnheiten mit unseren Gefühlen, Werten, kurz das liebgewonnene Alte. Insofern ist es ein Werk unserer ganzen Geschichte und für viele Generationen eine solche Zeit- und Lebensperspektive wirklich durchzusetzen und einzurichten. Nochmal zurück in die Bereiche, damit es auch klar wird, wie schwierig das ist, obwohl sich das doch so leicht anhört. Und man kann das, glaube ich, jede könnte das, glaube ich, jetzt gleich schon wiederholen und sagen, worum es eigentlich geht. Schließlich richtet sich doch die 4-in-1-Perspektive auch an alle Menschen mit der ersten Verschiebung schon, dass sie den Streit um die Arbeit, sei sie Lohnarbeit, Hausarbeit, produktiv oder nicht, beendet dadurch, dass sie von der gesamtgesellschaftlichen Arbeit ausgeht. Also nicht bloß von der Lohnarbeit und für die Arbeiten allesamt eine andere Ordnung vorstellt. Sobald dies getan wird, geraten die anderen Bereiche ins Blickfeld. Sobald man also von gesamtgesellschaftlicher Arbeit ausgeht, sieht man die anderen Bereiche, die kulturelle Entwicklung, was ja auch einen Aufruf aus dem Kommunistischen Manifest aufnimmt, nämlich die schon genannte, dass die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist und dass Politik von allen gemacht werden muss. Beide Bereiche werden jetzt ebenso auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Arbeit angesprochen und das gibt die Möglichkeit, dass alle sich identifizieren können und umgekehrt, dass an alle Tätigkeiten verantwortlich gedacht wird und die Verfestigung vieler mit den Persönlichkeiten aufgesprengt werden muss. So zum Beispiel das Sorgen mit den Frauen. Die Gesellschaft muss ganz umgebaut werden. Frauen kommt dabei unerwartet statt einer Helfenden eine Schlüsselrolle zu. Sie haben nämlich ein genuines Interesse, dass die Sorge für diejenigen, die umsorgt werden müssen, auf alle verteilt wird und von einer Geschlechtsspezifik in allgemeine Verantwortung übergeht und keineswegs vergessen wird. Sie erinnern sich hoffentlich daran, dass ich automatisch das Baby bekam, als wir das Studium abbrachen. Von der Umverteilung aller Arbeiten haben sie als Menschen mehr zu gewinnen, als sie verlieren, mit dem Anspruch aufs Versorgtwerden im unselbstständigen Leben. Die Entwicklung des Kapitalismus und der aus ihm erwachsenen Arbeiterbewegung sind zunächst bestimmt durch den Kampf um die Länge des Arbeitstags. Das ist von Marx äußerst genau beschrieben und begrifflich gefasst, schon im 8. Kapitel des ersten Bandes vom Kapital. Da ist es so, dass die Industrialisierung im 19. Jahrhundert das Fabriksystem schuf und damit der Produktion von Mehrwert. Anders als bei eurem Buch, wo Mehrwert rauskommt, ist das bei dem Fabriksystem anders. Der Produktion von Mehrwert und also der Aussaugung von Mehrarbeit
welches den Inhalt und Zweck der kapitalistischen Produktion bildet, eine neue Produktionsweise. Das Fabriksystem schuf diese neue Produktionsweise, die den Trieb des Kapitals nach Maß und rücksichtsloser Verlängerung des Arbeitstags zuerst befriedigt. Damals, also vor gut 150 Jahren, ging es um den 8-Stunden-Tag. Ein Kampf, der nicht nachhaltig gewonnen ist, sondern heute wieder aktuell ist. Vom Standpunkt von Frauen im Verfolg der 4-in-1-Perspektive kann auf dieser Grundlage der Kampf um die radikale Verkürzung der Lohnarbeitszeit aufgenommen werden und findet jeweils Unterstützung in Gewerkschaften und Arbeiterparteien, in NGOs und überall. Allerdings reicht für die in der 4-in-1-Perspektive skizzierte Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit eine allmähliche Verkürzung des 8-Stunden-Tags, also mal auf 7 oder vielleicht auf 6, entsprechend die wöchentliche Arbeitszeit nicht. Dies, weil das Projekt zwar mit der Frage der gesellschaftlichen Arbeit beginnt und nicht etwa mit Kommunikation, wie das heute üblich ist, aber von vornherein eben die Gesamtheit der in der Gesellschaft verrichteten Tätigkeiten ins Visier nimmt, sie alle in den Tagesablauf einzuplanen würde, wie ihr schon ausrechnen konntet, selbst wenn man eine 16-stündige Zeit für tätiges Leben annimmt, nicht mehr als 4 Stunden am Tag für die Produktion und Verwaltung der Lebensmittel zulassen, um in den anderen 3 Bereichen ebenso je 4 Stunden zunächst einmal modellhaft wenigstens zu denken. Die Grenze zwischen den Bereichen sind fließend, aber man könnte jedenfalls politisch populär gegen die Behauptung der Notwendigkeit massenhafter Arbeitslosigkeit argumentieren, dass wir nicht zu wenig Arbeit haben, wie vom Standpunkt eines restriktiven Arbeitsbegriffs bei rasanter Entwicklung der Produktivkräfte angenommen wird, sondern zu viel und uns daher nicht mehr als 4 Stunden im Lohnarbeitsbereich leisten können, wenn wir die Fülle der menschlich wesentlichen Tätigkeiten leben wollen. Übrigens, als ich das erste Mal im Vorstand, kann ich etwas über die Linke sagen? Ganz wenig. Ganz wenig, ganz wenig. Es ist auch kein Werbesatz. Ja, dann ist okay. Ja. Als ich erst einmal im Vorstand der Linken das Projekt vorschlug, als eines, welches politisch umzusetzen sei, schlief einer der Vorsitzenden ein, nicht die jetzigen Vorsitzenden, die damaligen, einer schlief ein und der andere sagte, ich kann damit nicht vor meine Schleckerarbeiterinnen gehen. Schlecker war kurz vor dem Schließen. Ich kann damit nicht vor meine Schleckerarbeiterinnen gehen, denn die würden kein Wort verstehen. In der Rückfahrt im Zug war das Abteil voll mit Schleckerarbeiterinnen. Sofort bin ich aufgestanden und habe gesagt, sagt mal, was haltet ihr von der 4-in-1-Perspektive? Sie sagten, was ist das? Ich sagte, ich erzähle es euch ganz rasch. Es ist dieses und dieses und so stelle ich mir das vor. Und sie waren voll begeistert und sagten, und wann kommen Sie in unsere Filiale? Wir müssen das unter uns allen verbreiten. Das ist das, was jetzt für uns an der Zeit ist. Kurz, das ist die Einschätzung der Schleckerarbeiterin. Wollte ich nur kurz, falls irgendjemand sagen will, dass es zu kompliziert ist, ist ganz leicht. Es ist ganz leicht zu verstehen. Gelernt hat dieses von Rosa Luxemburg und ihrem Konzept der revolutionären Realpolitik. Auch ein widersprüchlicher Begriff, revolutionär und real in einem Begriff, die also in jedem Moment eine Perspektive, eine Vision braucht, die zugleich die alltägliche Reform und Tagespolitik leitet, ohne in ihr aufzugehen. So ist das mit der 4-in-1-Perspektive. Das lässt sich nicht sofort umsetzen, aber es lässt sich als Leitung sofort einbeziehen. Und gelernt ist von Antonio Gramsci und seiner Hegemonietheorie. Also übersetzt in unsere Frage von der Suche danach, was Frauen dazu bringt, die ganze Zeit zuzustimmen und einzuwilligen und mitzuarbeiten an diesem Gesellschaftsprojekt, in dem sie untergeordnet bleiben. Bis in alle Ewigkeit. Diese 4-in-1-Perspektive also verzichtet darauf, eine einheitliche Theorie in die Analyse der Lohnarbeit zu bringen, sondern
setzt von vornherein verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsorte und Praxen in der Gesellschaft nebeneinander und lässt sie in ihrer je eigenen Logik stehen. Also die Lohn- oder Erwerbsarbeit zum einen und die gewerkschaftlichen und kapitalismisch-kritischen Kämpfe dazu, daneben die Reproduktion und Pflegearbeit, die Frauenkämpfe darum und ihre je widersprüchliche Unterwerfung und Perspektive zugleich, wie wir sie in der Literatur, in der Schönen, ohne weiteres finden können. Sobald wir von zwei Tätigkeitsarten ausgehen, wobei die Grenzen nicht fest sind, zugleich gleichwohl aber Lohnarbeit und Umsonstarbeit mit je verschiedenen Tugenden und Geltung und Anerkennung und Werten in der Gesellschaft ausgestattet sind, muss man nur mal an Weihnachten denken, wie wertvoll sind diese Geschenke, die nur aus Liebe gegeben werden und umsonst sind, nicht? Und in der Wirklichkeit. Also sobald man das tat, fielen zwei weitere Bereiche ins Auge, die Entwicklung von sich selbst, Mensch als Selbstzweck und das politische Eingreifen in Gesellschaft. Das Erklären ist einfach, Einverständnis, auch eigentlich leicht zu erringen und die Faszination, dass es die Perspektive ist, also ein Fernziel und zugleich hier und heute begonnen werden kann durch Forderungen nach rigoroser Arbeitszeitverkürzung für alle, sodass alle die Zeit haben, 4x4 täglich Stunden tätig zu sein. Das Projekt hatte, wie ich schon sagte, eine ziemlich große Karriere, überall 10 Jahre lang, immer wieder in Postwachstumsgruppen, in Transformationsprojekten, in allen, die irgendeine Hoffnung haben, dass man etwas ändern könnte. Versuche, gerade die Notwendigkeit, die Erwerbsarbeit zu verkürzen und dies als Anfang zu nehmen, führt allerdings auch zu einer gewissen Kraftlosigkeit. Bei Marx ist der Kampf, die Länge des Arbeitstags schon als erster Schritt in die Gesellschaft, in der Gesellschaft, die Antwort der Gesellschaft auf die kapitalistische Ausbeutung. Und dennoch haben wir 150 Jahre später fast die gleiche Forderung wie damals Marx. Sodass ich denke, dass das Wichtigste, die wechselseitige Abhängigkeit der vier Bereiche in jedem Moment ist, ihre Getrenntheit in der Wirklichkeit als Skandal formuliert werden muss und ihre Zusammenführung als revolutionär begriffen werden kann. Ich habe also gelernt in diesen 10 Jahren, dass der nicht mit der gewerkschaftlichen und selbstverständlichen Forderung nach Verkürzung der Erwerbsarbeit begonnen werden sollte, sondern umgekehrt, mit der umstrittensten und schwierigsten Forderung des Rechtes auf Selbstentwicklung und also mit dem, was das Kulturelle genannt wird, Kunst und Kultur, Selbstentwicklung der Menschen als Selbstzweck. Das bedeutet doch, dass wir mitten in den Widerspruch gehen im Denken, auch für unsere politischen Forderungen, dass die Elemente zugleich negativ und positiv besetzt sind. Wie Brecht das in den Flüchtlingsgesprächen mit dem Egoismus zuvor buchstabiert hat, der absolut unabdingbar ist für den Kampf um den Sozialismus und den man ebenso überwinden soll wie Knechtseligkeit, sucht man ein Land, wo Freiheitsdurst, Güte, Selbstlosigkeit so wenig nötig sind, wie umgekehrt ein Scheißen auf die Heimat, Knechtseligkeit, Rohheit und Egoismus. Er hat also auf beiden Seiten, auf dem, was überwunden werden muss und auf dem, wo es hingehen soll, die gleichen Elemente. Dabei beginnt 4-in-1 mit einem großen Widerspruch, dass nämlich die Tugenden, die man den Frauen nachsagt, die sie nicht unbedingt haben, aber die man ihnen nachsagt, ihre Unterwerfung besiegeln und doch zugleich die Perspektive für alle sind. Ich nehme nochmal ein Brecht dazu, ist mein Lieblingsautor, neben Rosa Luxemburg und Virginia Woolf und so. Nochmal Brecht dazu. Was sagt er eigentlich von menschlichen Vergnügungen? Das ist ganz kurz. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Das wiedergefundene alte Buch. Begeisterte Gesichter, Schnee. Der Wechsel der Jahreszeiten, die Zeitung, der Hund, die Dialektik, Duschen, Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen,
reisen, singen und freundlich sein. Hier kann man ja überall nur zustimmen und doch ist nirgends das zuvor Entfaltete wie Arbeitsteilung, Klassen, Kapitalismus, Eigentum, Zeitverbrauch und so weiter vorgekommen. Es kommt also in Brechts Vorschlag jetzt zum Vorschein, was eingespannt in unsere Verhältnisse, die wir täglich leben, auf der Strecke bleibt. Nämlich das Vergnügen. Und wie man anders wahrnimmt, wenn man in etwa vier Bereichen ist, den Blick von unten hat, 4 in 1 muss Kompass sein, und überlässt ja das Zusammenfügen, wie auch die Erfahrung des Mangels, ihn anders ins Bewusstsein zu holen, den Einzelnen, wie Brecht. Also nicht illusionär, dass man Erfahrungen machen kann überhaupt, den Zusammenhang behalten und doch das Leben ändern, wie man den Tag verbringt. Die Untersuchungen mit Erinnerungsarbeit dazu, die ich angestellt habe, nämlich wie ist eigentlich ein Leben in der 4-in-1-Perspektive? Jede sollte dazu schreiben, also antizipatorische Erinnerungsarbeit. Ein Tag in meinem Leben in der 4-in-1-Perspektive, das kann man ja. Man kann ja springen und sich das vorstellen. Dieses wurde sehr, sehr schön geschrieben. Die Menschen haben das, Frauen waren das, zumeist haben das ausführlich und sorgfältig gemacht. Und was kam heraus? Sie konnten immer nur 3 Bereiche zusammenbringen, also mussten sie einen abschaffen. Wen haben sie abgeschafft? Die Freunde, die Geliebten, die Ehemänner. Weil der Tag nicht ausreichte für das ganze Leben. Also wie käme dann das Bewusstsein einer Sache, von der man nur den Traum hat, in diese Perspektive? Wie kann man die Moral unterwandern? Was ist denn das Revolutionäre dann der 4-in-1-Perspektive? Ich denke, es ist die Anmutung, die Verhaltensweisen, die Lebensführung sich selbst anzumessen und die unweigerlich damit verbundene Aufgabe und Verantwortung für die Veränderung der Bedingungen, die das Leben in der 4-in-1-Perspektive überhaupt erst möglich machen, sich dafür einzusetzen. Es ist zugleich die Begegnung mit dem Verlust, dass man der Entfaltung vieler Möglichkeiten im künstlerischen und kulturellen, im eigenen Leben zu wenig oder gar keinen Raum gegeben hat, und Einlösung des Versuchs, dies noch so weit es geht zu ändern, und schließlich auch die Einsicht, dass fürsorgendes Handeln, nicht bloßes Abdienen von Pflegearbeit ist, wie das die jetzige Care-Debatte nahelegt, sondern sich auf die Freundlichkeit in der Welt erstreckt, bis hin zu individueller Liebe und Freundschaft. Das ist alles. Danke. Herzlichen Dank, wir ziehen darüber. Oh. Hast du das Mikro? Dominik? Vielen Dank erstmal, Frau Frau, für diesen interessanten Vortrag. Genau, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionsbeiträge. Wir sind leider heute, was Mikrofone angeht, wie wir alle schon gemerkt haben, nicht so gut ausgestattet. Wir haben dieses eine nur. Deshalb würde ich Sie bitten, vielleicht einfach Ihre Fragen recht laut zu stellen und ich würde Sie dann gegebenenfalls versuchen, nochmal zu wiederholen. Ist das recht so? Und damit gebe ich das Mikro an Sie weiter, um zu reagieren. Und genau, dafür würden wir auch Fragen sammeln. Sie machen sich Notizen? Ist das richtig? Gut, dann erstmal die ersten 3 Fragen. Bitte schön. Also, ich würde gerne wissen, ob Feminismus immer links ist. Also, ich kann mir einen rechten Feminismus nicht vorstellen und würde gerne wissen, ist Feminismus eigentlich zwangsläufig immer links? Also, meiner Meinung nach ist er zwangsläufig immer links. Und dann würde ich noch gerne wissen, vor 40 Jahren haben die Frauen ja kaum Sport getrieben. Heute treiben die Frauen genauso Sport wie die Männer. Ist das eigentlich was die Gleichberechtigung vorangetrieben hat zwischen den Geschlechtern? Und dann wollte ich noch ganz kurz fragen, also ich bin ja keine Feministin und habe keine Ahnung von Feminismus, aber für mich ist das Problem der Gleichberechtigung der Geschlechter
und in Entwicklungsländern vorhanden. Und da würde ich mal konkret wissen, sollen wir Ihrer Meinung nach eigentlich zum Beispiel Muslimas überreden, die Kopftücher abzulegen oder so? Oder sollen wir die lassen? Was haben wir da für ein Verhältnis dazu als deutsche Frauen? Dankeschön. Das waren jetzt eigentlich schon drei Fragen. möchten Sie darauf direkt eingehen? Oder noch mehr sammeln? Okay. Hat irgendjemand ein Bedürfnis, dass die Fragen nochmal wiederholt werden? Ja. Also die erste. Okay. Frau Haupt wiederholt sie nochmal, bevor sie darauf eingeht. Das ist vielleicht auch passender, dann haben wir es direkt auf dem Schirm. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ich danke Ihnen für Ihren wunderbaren Vortrag und für dieses faszinierende Konzept, von dem ich glaube, dass es ganz zentral für die Entwicklung aller zukünftigen Ökonomien sein wird, im globalen Maßstab. Was mich umso mehr überrascht, ist, dass Marx in seiner Analyse, die ja doch immer sehr stark historisch begründet war, hier diese Einseitigkeit hat auf die Industriearbeit und diese Gesamtheit, die Sie darstellen, nicht selbst reflektiert, obwohl wir ja hier eigentlich zu etwas zurückkommen, was in unserer evolutionären Geschichte durchaus schon mal so war. Und insofern für mich wesentlich natürlicher ist als die Situation, die wir heute haben. Noch eine weitere Frage für den ersten Block. Auch danke für den Vortrag. Ich würde gerne zu der vierten Säule was fragen, weil mir nicht ganz schlüssig ist, wie sich die ergibt, also die politische Beteiligung, weil man ja allgemein so im Alltagsdiskurs hat man ja schon irgendwie so diese Beschwerden über Entpolitisierung, also es ist sozusagen ein Sollforderung, dass sich Menschen vier Stunden mit Politik beschäftigen oder ist es ein Ist und dann auch darauf bezogen, Sie haben gesagt, wenn Leute sozusagen eine Säule streichen müssten, wäre das eher die Säule des sich selbst kümmern und der Beziehungen und sowas und nicht die politische Arbeit. Und das ist mir zumindest, also aus meinem rein subjektiven Empfinden, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie so ist. Also ich glaube, dass viele Menschen dann vielleicht doch eher, und ich kenne es aus meiner ganz eigenen politischen Praxis, da nicht. Leider ist es nicht so, dass, wie ich gehofft habe, alle so fragen, dass ich die Antworten so bündeln kann, dass ich mit einer Antwort alle Fragen habe. Ich fange deswegen mit der allerletzten an, weil sie am meisten in meinem Kopf ist und bearbeite mich dann rückwärts. Die Sollforderung Politik alle, also der Kompass, es wäre das Vernünftigste, das Beste, die Tätigkeiten auf die vier Bereiche zu verteilen, zu gleichen Teilen. Ist natürlich ein starres Modell, was nicht mit der Stoppuhr abgeglichen wird, sondern eine Art Orientierungskompass. Am ehesten könnte man einen Kompass sagen. Und niemand lebt so, sondern das ist ein Vorschlag. Prüft doch mal euer Leben, ob ihr in allen vier Bereichen euch bewegt. Und ob das bereichernd, nicht bereichernd wäre, beziehungsweise auch eure Verantwortung in der Gesellschaft, die ihr selbst zustimmend seht, mit dieses von euch verlangt eigentlich. Das ist ein Kompass, nicht mehr als das. Gesprochen habe ich dann über eine Erinnerungsarbeitsgruppe. Das waren politisch tätige Menschen aus den Grünen, aus einer Frauengruppe aus der Linken und Österreicherinnen, einfach so, weil es gerade in Österreich war. Und die haben zusammen eine Erinnerungsarbeitsgruppe gemacht, Antizipation, wie mein Leben an einem Tag in der vielen einen Perspektive, und sich das ausgedacht, und diese Texte haben wir bearbeitet, in ihnen, nicht schlechterdings soll das von Stund an so sein, sondern in ihnen war es so, dass erstaunlicherweise durchweg nur drei Bereiche gelebt werden konnten, dann war der Tag zu Ende und
der vierte Preis, der fehlte, waren nicht, ich habe gesagt, sei doch politisch oder so, das war ja eine politische Gruppe, sondern der Teil, der von ihnen gestrichen wurde, waren die Liebsten und die Freunde, also die Ehemänner, die Geliebten, die Verlobten oder sonst was immer, mit wem sie zusammenlebten, egal welche Geschlechts, aber das sozusagen die unmittelbare Mensch-Mensch-Beziehung war gestrichen als nicht reinpassend mehr. Das gibt doch nichts anderes, uns zu bedenken, als woran liegt denn das und wie können wir denn damit umgehen und welche Veränderungspolitik wäre denn jetzt möglich? Was ist in den Zweierbeziehungen los, dass man die vielleicht einfach ersatzlos streicht? Vielleicht sind die Beziehungen auch merkwürdig, aber jedenfalls würde es uns aufgeben, darüber nachzudenken und mit ihnen weitere empirische Forschung zu machen, was mit den Zweierbeziehungen los ist. Dass die aber umgekehrt ist der Brecht ebenfalls, hat er auch noch extra für sie gesprochen. Nämlich Brecht hat gesagt, als hätte er die Frage schon gehört, die vier in einer Perspektive schon gehört, hätte er gesagt, ich will aber keine Politik machen. Ich bin ein Stückeschreiber und möchte die ganze Zeit Stücke schreiben. Aber um dieses zu tun, muss ich den ganzen Tag Politik machen. Und dafür werde ich vermutlich mein Leben verlieren. Das ist Brecht zur Politik. Also das ist doch klar, dass die Forderungen uns, jetzt macht dieses, macht jenes, auf den geradezu eingeborenen Widerstandsgeist stößt, ich aber bin selber bestimmt, was ich tue. Aber es geht ja gerade darum, wie kommen diese Bestimmungen in uns, die ideologische Bestimmungen und Stimmungen im Herrschaftsgeist doch sind. Wir brauchen doch auch schon innerhalb dieser Gesellschaft Widerstandsgeist, um ihn nicht einfach aufzusetzen. Und dafür war das die Frage des Kompasses. Die vorletzte Frage war für mich auch eine Herausforderung. Die Frage war, wenn doch der Marx eigentlich alles so wunderbar und die Kritik der politischen Ökonomie so umfassend und analytisch so wegweisend, sodass sie noch über 100 Jahre oder länger Gültigkeit hat, wie kaum ein Buch vor ihm. Wenn das so ist, wie kann denn das passieren, dass er ihm nicht aufgefallen ist, dass er die Frage des weiblichen Teils der Gesellschaft vergessen hat? Es hat mich auch immer zu gewundert und deswegen habe ich es sorgfältig gesucht, wo ist doch ein Element davon. Das erste Element steht im Kapital, das erste verrückte Element steht drin, nämlich der Ersatz, also die Arbeiter brauchen zu ihrem Ersatz die Maschinen und die Anlagen und das investierte Kapital, und damit alles wieder von vorne geht, muss alles wieder da sein und also müssen auch die Arbeitermänner wieder da sein, die müssen ersetzt sein. Dieses letzte weiter können wir ruhig dem Fortpflanzungstrieb der Einzelnen überlassen. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass die Vernachlässigung dessen, was die Frauen in den Familien, in den Umsonstarbeiten, in der Gesellschaft, zwischen den Menschen alles tun, solange sie nicht selbst im Industriebetrieb sind, sozusagen kulturell ausgeblendet wurde. Ich bin jetzt 52 Jahre verheiratet und bei uns passiert das immer noch. Seit einiger Zeit, seit letzten zwei Jahren etwa, muss mein Mann plötzlich die Hausarbeit tun und alles. Und er ist sehr viel humaner geworden, aber bis dahin ist ihm das nicht aufgefallen, dass das so viel, so vieles da noch ist und auch theoretisch gedacht werden muss, sondern er hatte so eine Angewohnheit, wenn die Leute nicht zu den Seminaren kommen, sie zu beschuldigen, dass sie jetzt irgendwie, jemand sagt, ich kann heute nicht kommen, weil ich das Kind ins Bett bringen muss, dann kann ja nicht deine Frau das Kind ins Bett bringen oder so. Aber ich nehme an, dass es kulturell einfach nicht an der Zeit war. Andererseits hat Marx auch die ethnologischen Forschungen studiert, die sogenannten ethnologischen Exzerpthefte, herausgegeben von Crede, wo er die Entstehung von Herrschaft in den vielen alten Gesellschaften versucht hat, auf die Spur zu kommen.
kommen. Das ist auch eine ganz widersprüchliche Literatur, weil er einerseits sieht er, das muss man lesen, einerseits sieht er, dass es nach und nach sich an den Grenzen der Gemeinwesen, die völlig egalitär sind, und Männer und Frauen sind gleich und die Frauen bewachen die Vorratskammern und so weiter, aber an den Grenzen entwickeln sich dann Kriege und in den Kriegen entwickeln sich jetzt neue Tugenden, die gefordert werden. Und jetzt kommen die Tugenden und es sind alles Männertugenden. Mut und Waffengewalt und sonst was. Und es fällt ihm nicht auf. Und wenn man das Kapital sorgfältig liest, fällt beiden, Marx und Engels, etwas anderes auf. Ist auch merkwürdig zu lesen. Endlose Seiten quält ihr euch da durch in dem Betrieb in Nordwestshire oder in Wales oder sonst wo. Waren 234 männliche Arbeiter, 516 Frauen und 37 Kinder. Und es geht immer weiter. Und sie haben sich für die Statistik interessiert. Und dann haben sie festgestellt, es gibt ja viel mehr Frauen zu Beginn des Kapitalismus und der Industrie in den Fabriken, viel mehr Frauen als Männer. Hat sie das zu dem Gedanken geführt, das Proletariat ist weiblich? Nein. Im Proletariat wurden die Männer von den Frauen verdrängt. Ist dies Resultat daraus? In den Anfängen wurden sie verdrängt. Statt es anders, ich nehme an, das ist so. Untersucht doch mal eure kulturellen Selbstverständlichkeiten nach Geschlecht. Sie sehen das nicht, solange sie es nicht selber tun. Und wenn, dann können auch später Lerneffekte noch reinkommen. Aber zu diesen Marxischen und Engelschen Merkwürdigkeiten, Engels ist nicht so schlimm wie Marx da drin. Engels hat ja die Idee, dass die Monogamie die weltweite Niederlage des weiblichen Geschlechts, die historische, siegelt. Er sieht die Herrschaftsmomente wenigstens. Bei Marx sind sie einfach nicht da. Also mehr kann ich darauf nicht antworten, außer dass ich das lange, lange untersucht habe und es mir nicht vorstellen konnte. Feminismus links und rechts. Frauen trinken keinen Sport und was machen die mit dem Kopftuchstreit? Selbstverständlich gibt es einen rechten Feminismus, einen sehr aggressiven rechten Feminismus. Das ist doch, muss doch klar sein, denn es kann doch Feminismus das meinen, was die Macht in der Gesellschaft an die Frauen gibt und alles beim Alten lässt. Und Kapital an die Frauen und die hohen Posten an die Frauen und so weiter. Man kann das Ganze doch einfach umkehren und in den einzelnen Werten entsprechend bestimmen und dann forschungsmäßig nach Müttergottheiten suchen und übersehen, dass die Müttergottheiten gleichzeitig diejenigen waren, die die Kinder fraßen und ähnliches dann in den Religionen jetzt wiederum, sondern nur das Positive hervorheben, das gibt es also im rechten Feminismus. Für mich gibt es, ist Feminismus, und deswegen habe ich das auch nicht sorgfältig gesprochen, gleichbedeutend mit, es kann nur etwas für alle sein. Das feministische Element baut die männerlastige Befreiungstheorie in eine allgemeine Befreiungstheorie um. Das bedeutet für mich Feminismus. Das war die Frage 1. Selbstverständlich haben Frauen Sport getrieben, und zwar immer schon. Die 36er Olympiade, die bei uns zu Hause noch herumlag, als Illustrierte, hatte über die Hälfte Frauen, die den Stabhochsprung machten und Beinbeugen, rannten und weiß der Teufel was taten. Das ist nicht richtig, dass Frauen keinen Sport treiben. Ich meine Freizeitsport. So für jedermann. Volkssport, Massensport. Ja, aber das gibt es doch für Frauen überall. Also in unseren Ländern, die ich kenne, und ich kenne ziemlich viele Länder, gibt es überall Freizeitsport für Frauen. Das müsste man nochmal extra raussuchen, wo es das nicht gibt, wo das irgendwie ausgegliedert ist aus der Gesellschaft. Aber der Kopftuchstreit, das ist doch eine sehr aufklärerische Frage. Sie fragt, ob wir jetzt unser neues Wir, die wir hier im Raum sitzen, in der Frage des Kopftuches sagen, wir sind tolerant, wenn sie unbedingt Kopftücher tragen wollen, sollen sie. Oder wir sagen, auf gar keinen Fall. Das ist ein Zeichen von Unterwerfung und Unterdrückung. Und
tolerant und aufgeklärt, wie wir sind, wird man natürlich keins von beiden tun. Sondern ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt Der Kopftuchstreit. Ein kleines, da kann man auch die Zweifel anlesen. Was tun wir denn eigentlich genau? Selbstverständlich sind wir in unserer Gesellschaft gegen die Vorstellung, dass Ehrenmorde notwendig sind, wenn irgendwie die schon verheiratete Kind, Tochter mit dem Verkäufer spricht und so weiter, muss der umgebracht werden. Sind wir in unserer Gesellschaft so, dass wir diese Art von Sittenehre und Sittenhaftung, in der Frauen eingespannt sind als tatsächlich unsere gemeinsame Kultur hier nicht angemessene Weise Unmündige, sind wir dagegen. Wir möchten nicht, dass in unserer Gesellschaft solche Dinge geschehen, wie Kinderheirat, wie dass sie zu Kopftüchern und Burkas oder gänzlich verschwunden sind, unter ihren Gewändern herumlaufen müssen in der Hitze. Auf der anderen Seite würden wir doch aber auch in unserer Gesellschaft finden, dass die Einzelnen selber bestimmen, darüber, wie sie gewandelt gehen. Denn wenn wir erst anfangen, Kopftücher zu verbieten in unserer Kultur, müssten wir dann auch anfangen, die zu kurzen Röcke oder die langen Röcke oder die langen Mäntel oder was immer an den Pranger zu stellen, kurz in der Frage der Bekleidung plötzlich politische Korrektheit auszurufen, finde ich sehr problematisch und sehr spät. Ich finde den Eingriff zu spät. Es müsste doch eher davor eine lange Zeit sozusagen vergleichende Ethnologie in den Schulen gelehrt werden. Die Lehrerinnen müssten entsprechend ausgebildet sein, die Schülerinnen, die häuslichen Verhältnisse müssten durchleuchtet werden und all dieses müsste eine öffentliche Diskussion sein. Also so spät einzugreifen und zu sagen, jetzt sollen sie aber nicht diese Burkas tragen oder nicht diese Kopftücher oder nicht, wie heißt das, Burkini, nicht die hochgeschlossenen Badeanzüge oder mit Kleidern ins Schwimmbad gehen, also ist zu spät. Wir müssten das schön untersuchen und dann frühzeitig eine offene gemeinsame Diskussion führen über Pro und Contra und über Einbindung, Familienstruktur und so weiter. Aber das steht alles in dem Buch und sämtliche Stimmen kommen vor. Vielen Dank. Es ist jetzt schon kurz nach 9:30. Ich würde Sie fragen, ob Sie Lust hätten, noch ein paar weitere Fragen zu beantworten, insofern es noch welche gäbe. Und dann aber kurz die Gelegenheit lassen für alle die pünktlich 9:30 diesen Saal verlassen wollen, aufzustehen. Also erstmal an Sie die Frage, würden Sie noch 10 Minuten bleiben? Dann die Frage, gibt es überhaupt noch Fragen? Und an alle, die jetzt gehen möchten, dann bitte jetzt. Genau. Ich glaube, die Frage ist, gibt es, also werden gelebte 4-in-1-Perspektiven irgendwo gesammelt? So, als gäbe es vielleicht ein Sammelband, der beschreibt, der Menschen beschreibt, Individuen beschreibt, die 4-in-1-Perspektiven leben. Ist das so der Gedanke? Daran anschließend, gibt es Orte oder Regionen,
Institutionen oder Milieus, die das umgesetzt haben, bewusst oder unbewusst, also so Best-Practice-Beispiele, irgendwas in der Art? Also wo das gut... Also das zielt darüber hinaus, das war eher so eine Frage nach Individuen, wenn ich es richtig verstanden habe, und hier geht es darum, gibt es vielleicht schon tatsächlich eine Region oder eine Stadt oder ein Dorf oder ein Kreis von Menschen oder ein Unternehmen oder irgendwas, das versucht, auf eine größere Gemeinschaft bezogen, die wir in eine Perspektive umzusetzen. Ja? Ja? Aber ich finde, auch in den Fragen teilweise, aber auch schon vielleicht in der Darstellung, kommt man sehr leicht zu so einer individuell gedachten Handlungsfähigkeit. Also ich frage mich, ob es aus einer Facette der Darstellung auch rauskommt, aber bin ich mir nicht sicher. Auch bei dem Gedanken, an der schwierigsten Arbeitsart, sag ich mal, zuerst anzusetzen, den ich dahingehend auf jeden Fall plausibel finde, dass diese Arbeitszeitverkürzung eben so ein eingeengtes Klientel hat, aber wenn das dann ansetzt bei der Freiheit der Entfaltung und Bildung und so weiter, frage ich mich, welche Kampfform oder sowas wird es annehmen, wenn sich darin gleichzeitig die gesamtgesellschaftliche Perspektive auch ausdrücken soll. Weil ich glaube, es ist schwierig, das dann wirklich auch wieder in so einer individuellen Handlungsfähigkeit zu denken, dass ich das verallgemeinern kann. Also ich nehme jetzt mehr Zeit für Kultur oder sowas. Also sondern habe mich dann gefragt, ob sich dieser Kampf dann nicht zum Beispiel auch wieder in einem Arbeitskampf ausdrückt, der dann allerdings eben verallgemeinerter Kraft wird. War das verständlich? Ja. Vielleicht, wenn Sie darauf eingehen, können Sie nochmal auch wiederholen. Weil ich weiß nicht genau, ob alle die Frage verstanden haben, dass Sie nochmal einführen. Eigentlich sind die Fragen ganz ähnlich gelagert, nämlich weil ich orientiert habe am Ende, dass aus Erfahrung einfach bei der Arbeitszeitverkürzung anzufangen, also nehmen wir eine politische Gruppe, die sagt, wir nehmen jetzt die 4-in-1-Perspektive in unser politisches Programm auf und fangen jetzt schon damit an, und fordern ab sofort den 7-Stunden-Arbeitstag. Und das soll die 4-in-1-Perspektive sein. Und dann kommt noch irgendwo noch eine Kleinigkeit irgendwo anders hin. Und damit ist das schon da drin. Das hat mich zugleich irritiert, als auch ich dachte, da ist ein Wurm drin. Ich habe das irgendwie nicht richtig formuliert oder den Ansatzpunkt falsch, weil natürlich sind alle Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung können bündnishaft von einer Gruppe, die wir uns jetzt vorstellen, wir alle hier würden jetzt die 4-in-1-Perspektive verfolgen als politisches Gesamtkonzept mit dem gleichzeitigen Wissen, welches wir von Rosa Luxemburg haben, dass jedes Einzelne zu verfolgen auf lange Sicht reaktionär ist. Und zwar keineswegs immer weiterführend, sondern reaktionär. Das kann man auch ganz leicht sich vorstellen, das war die Frage von vorhin, gibt es rechte Feministinnen, auf eine Elite von Müttern setzen oder eine Mütterpolitik zu verfolgen, ist natürlich auf lange Frist reaktionär und keineswegs ein wunderbarer erster Bestandteil von 4-in-1. Und doch ist die Politik da drin auch ein Bestandteil von 4-in-1. Aber es ist so, dass jedes Teil für sich langfristig reaktionär ist, wenn es allein verfolgt wird. Sie gehören zusammen. Und das war die letzte Frage, ich komme auf das andere nochmal zurück. Das war die letzte Frage. Indem ich darauf orientiert habe, gehen wir doch in die Höhle des Löwen, und zwar an die Stelle, wo es uns individuell an den Kragen geht, weil wir etwas gleichzeitig negativ und positiv finden. Und eigentlich wollen wir es nicht und wollen es auch.
Ist das nicht, und dann hat er daraus geschlussfolgert, völlig zu Recht, es geht also offenbar an der Stelle um individuelle Handlungsfähigkeit und noch gar nicht um gesellschaftliche. Das ist völlig richtig, wenn ich das auf das Individuum und seine widersprüchliche Eingebundenheit in die Gesellschaft blicke. Aber so ist es doch. Wir sind doch widersprüchlich in die Gesellschaft eingebunden. Wir möchten doch keineswegs, möchten wir doch bitte alle wieder gänzlich zurück und möchten irgendwie die Höhlenkinder im heimlichen Grund irgendwie mit Steinhacken den Boden beackern und dann die erste kleine Kartoffel ernten oder so. Ne? So wollen wir nicht leben. Sondern die Frage würden wir, die uns übrigens ziemlich bald ins Haus steht, müssen wir nicht alle unsere Lebensweise ändern, sonst kippt dieser Planet um. Und wenn ja, wie könnten wir das gemeinsam tun und wo fangen wir an? Und es ist ja doch irgendwie selbstverständlich allen klar, dass so wie es ist, es nicht geht. Und auch nicht kann man sagen, es könnte doch in 20 Jahren, könnten doch irgendwie die Kohlendioxidausstoß ein bisschen verringert werden. Das wird zu spät sein, das weiß ja inzwischen jeder. Also geht es an unsere Lebensweise und da drin sind wir widersprüchlich. Oder wir sagen, gut, viele Sachen können das sein, gut, wir schaffen unser Zweitauto ab. Aber das wird nicht reichen, nicht? Wir sollten vielleicht von vornherein keine zwei Autos haben, aber dann ist es anders in den Großstädten als auf dem Land. Irgendwo kann man gar nicht ohne Auto sein. In den Großstädten würde es reichen, wenn man den Personennahverkehr so machen würde, dass alle ihn umsonst und schön und leicht von Tür zu Tür hinkriegen. Wir würden das als erstes alles angehen und könnten eine große Liste machen. Aber die Frage war, wo ist denn die individuelle Handlungsfähigkeit mit der kollektiven Handlungsfähigkeit so verbunden, dass es nicht bloß aufs Individuum zielt? Und in allen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ist es das. Es gibt keine individuelle Handlungsfähigkeit für die gesellschaftlichen Menschen, die nicht gleichzeitig gesellschaftlich ist. Weil wir ja nicht einzeln wie Robinson auf der Insel leben. Folgedessen funktioniert das nicht. Es gibt individuelle Handlungsfähigkeit nicht. Das stößt sofort an Grenzen, wenn man denkt, man könnte alleine davon kommen. Das wird nicht gehen. Weil der Mensch ein soziales Wesen ist, funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, wie viele 100 Beispiele ich dafür suchen müsste, aber es ist klar, dass die Gefühle in jedem Einzelnen negativ und positiv zugleich sind. Vernünftigerweise sind wir dafür. Ich habe, glaube ich, fast nur Bücher gemacht und Untersuchungen über Erinnerungsarbeit, wo die Widersprüche das Weitertreibende sind. Also die Widersprüche, das sind, was wir aufsuchen, weil wir an ihnen, wo sich schon etwas ändert, sehen, in welche Richtung wir die Änderung verstärken können. Mehr können wir sowieso nicht tun. Also müssten die Widersprüche aufgesucht und keineswegs gemieden werden. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, die Widersprüche aufsuchen, um dann das Weitertreibende zu unterstützen? Da habe ich noch so ein gutes Beispiel, gleich fällt es mir wieder rein und dann sage ich es. Aber dahin war die Frage, gibt es denn schon Menschen, die entweder, gibt es einen Ort, wo die Texte gesammelt werden, ein Tag in meinem Leben in der 4-in-1-Perspektive, wo ihr dann alle jetzt das schon aufschreiben könnt, um zu sehen, welche Bereiche streicht ihr denn und wie kommt ihr damit zusammen, eine andere Lebensweise und Lebensführung zu denken. Das gibt es. Das gibt es. Die könnten gesammelt werden über den Argumentverlag. Das schreibe ich gleich. Wir haben keine Tafel. Ja, nicht über den Verlag, sondern über Ines Schwertner heißt sie. Die steht vorne in der Zeitschrift als Koordination. Über die Argumentzeitschrift kann es gesammelt werden. Das gibt es. Und das ist gleichzeitig die Frage, gibt es schon eine Gruppe oder so? Es gibt tatsächlich eine Oase davon. Es gibt 25 Frauen, die sich jährlich eine Woche lang bei mir auf La Palma auf den Kanarischen Inseln treffen,
Das sind die sogenannten Dialektikformen, die sind gleich, zugleich in dieser völlig anderen Umgebung eine andere Lebensweise probieren und gleichzeitig studieren, nämlich die Veränderung. Also die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft und wo könnte man was verändern. Und an welcher Richtung verändert es sich und wo könnte man wirksam etwas verändern, sodass es politische Handlungsfähigkeit vergrößert wird. Und das ist dann individuell und gesellschaftlich zugleich. Und die treffen sich seit 12 Jahren, jedes Jahr eine Woche. Und es reicht dann ungefähr für ein Jahr Politik machen. Die kommen aus verschiedenen Zusammenhängen. Nicht alle sind etwa in der Linken, es sind auch Grüne und NGOs und gar nicht parteilich gebundene dabei. Aber sie heißen allesamt Dialektikform, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass was den politisch engagierten Frauen fehlt, ist ein Sinn für Dialektik. Und das soll heißen, nichts bleibt doch wie es ist. Alles ist ständig in der Bewegung. Auch wir, die wir in den Verhältnissen sind, sind doch ein Teil dieser Bewegung. Und so wie wir anfangen, Politik zu machen oder einzugreifen oder miteinander zu sprechen oder etwas zu planen, verändert sich um uns das schon wieder. Und wir sind wiederum Teil dieser Veränderung. Was tun wir dann, wenn es so beweglich ist und alles so schlüpfrig und nicht mal die Begriffe bleiben, wie sie sind, sondern alles verändert sich die ganze Zeit. Wie bleiben wir jetzt kollektiv und individuell handlungsfähig? Wie machen wir das? Dieses studieren wir innerhalb dieser Sachen immer an den jeweiligen dringenden Fragen und Problemen. Weißt du, diese Woche, dieses Jahr werden es sicher die Flüchtlingsfrage und Ähnliches sein. Oder auch das Wahlverhalten der Bevölkerung. An einem Tag jubeln sie diesen Schutz hoch und am nächsten Tag ist er schon wieder im Keller. Und an einem Tag denkt man, Merkel wird es gegen ihn nicht schaffen. Am nächsten Tag hat man ihn schon vergessen und er ist schon auf Platz 4 oder so. Was bedeutet denn das, wenn die Fehler so sind, so auf und nieder? Offensichtlich bildet sich der politische Wille jetzt anders und was tun wir dann? Wie studieren wir die Veränderungen in den Köpfen in Bezug auf was arbeiten sie so? Solche Sachen. Das wäre die Gruppe, die daran arbeitet und gibt es sie. Und da wir in eine alternative Lebensweise notwendig haben müssen, machen wir das auch mit Absicht so. Der Tag ist auch so eingeteilt, dass es 4 Stunden so ist und 4 Stunden so und 4 Stunden wieder anders. Und in jedem Fall enorm gearbeitet wird und in jedem Fall wird geschwommen im Januar, im Atlantik. Aber da können wir auch dann mehr erkunden oder über die Ina Schwertner, die weiß, dass die gehört dazu. Ich glaube, an irgendjemanden bin ich noch schuldig. Ja, ich wollte noch so ein schönes Beispiel bringen, wieso denn die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und die individuelle nicht zwei getrennte Dinge sind. Also wieso denn der Mensch als soziales Wesen gar nicht individuell handlungsfähig werden kann, ohne sozial handlungsfähig zu sein, ohne mit anderen zusammen. Die Sache ist doch ganz einfach eigentlich, ne? Weil Menschen als soziale Wesen greifen in die Gesellschaft ein und verändern sie. Und um sie sich anzueignen, also um zu verstehen, wo sie sind, müssen sie es verändern. Wenn man es nicht verändert ist, versteht man es doch nicht. Was immer man angreift, verändert man doch. Und gleichzeitig versteht man es so. Ich habe das Beispiel gar nicht. Gesamtgesellschaftlichen Kontext, da wir das ja offensichtlich nicht monetarisieren
selbst für ihn. Diese Frage mit der Monetarisierung liegt ja auch auf der Hand. Man lernt das alles in den Kämpfen, die man beobachtet. Nicht? Das war die Frage Lohn für Hausarbeit, die erste Reaktion der Frauen auf die Sichtweise in, es soll jetzt alles vorkommen, war die Kampagne Lohn für Hausarbeit. Und das führt natürlich auch in eine Sackgasse, weil manche haben ein Zimmer und vier Kinder da drin. Und wie berechnet man denn das? Und die anderen wohnen auf sechs Zimmern und haben dafür aber auch noch ein Dienstmädchen oder voll automatisierte Maschinen da drin. Das lässt sich alles überhaupt gar nicht berechnen. Und das, was wir alles verändern müssten vorher, wäre so unendlich, dass wir gar nicht erst anfangen können. Deswegen dachte ich, die 4-in-1-Perspektive wäre auch die Antwort auf diese Frage. Ich habe einfach den Erwerbsarbeitsbereich auf 4 Stunden gelassen. Übrigens hatte Marx damals schon die Idee, 2 Stunden dann reichen, aber wir sind großzügig, 4 Stunden. 4 Stunden. Und so gehen alle ihrem Erwerb nach. Und die 4 Stunden müssen aber ausreichen, dass alle, die diese 4 Stunden arbeiten, auch gut davon leben können. Und nicht ist es wie eine schlecht bezahlte Teilzeitarbeit. So, 4 Stunden. Und jetzt hat man ja die ganze übrige Zeit ohne Bezahlung, aber auch nicht bezahlungsnotwendig, weil man das in einem Bereich abgespalten hat. Ich war ziemlich erleichtert, als ich merkte, dass ich nicht alle Tätigkeiten in der Gesellschaft plötzlich in die Geldform überführen muss oder monetarisieren muss. Politik dann auch, obwohl Politik schon ein ziemliches Ärgernis ist, wenn man sieht, was ein Politiker verdient und was sie tun müssten und was wir tun müssten, um dieses Gehalt zu kriegen und so weiter. Aber die Stellvertreterpolitik ergibt sich ja auch, wenn wir die 4-in-1-Perspektive wirklich nach und nach durchgesetzt haben, weil ja dann alle in der Lage sind, die Gesellschaft wie Brecht, auch wenn sie das Leben darüber verlieren, die Gesellschaft, die Regelung der gesellschaftlichen Geschäfte in ihre Hände zu nehmen und die Gesellschaftsgestaltung auch, dann braucht man die Stellvertreter nicht mehr, das erledigt sich von selbst. Und insofern ist die Frage, müssten wir dann nicht ein ganz anderes System haben, stellt sich jetzt sehr viel später erst, weil wir sagen, wir lassen das jetzt so, aber 4 Stunden mehr kriegt man die Gesamtbevölkerung nicht in die Erwerbsarbeit. Das ist ja auch relativ einfach zu machen. Das müsste, wenn alle dafür wären, müsste das durchsetzbar sein. Und was für ein schönes Leben hätten alle dann. Mit dem schönen Leben beschließen wir diese heutige Veranstaltung. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und uns vor allem auch aus Ihrer langjährigen Erfahrung und Arbeit berichtet haben und uns daran teilhaben lassen. Es war äußerst anregend und es ging ja viel um Zeit, deswegen bekommen Sie von uns auch als Geschenk noch ein Band, das sich der Zeit widmet, denn auch das Studium Universale hatte schon mal eine Reihe, die sich mit Zeit befasste. Und ja, ich hoffe, dass er Ihnen gefällt. Und genau, es gibt hier wie gesagt noch Informationsmaterial zum Argument Verlag. Das ist der Verlag, in dem auch die Berichte veröffentlicht sind. Ich habe jetzt den Namen leider von der Dame vergessen, Ines. Deswegen habe ich nur den Verlag angeschrieben, das findet man dann bestimmt. Und hier liegen auch 2 Bücher aus von Frigga Haug. Das eine ist das Buch zur 4-in-1-Perspektive und das andere ist ein anderes Buch. Und die sind heute hier zu einem besonderen Preis, Hörerpreis zu haben. Also wer Interesse hat, kann hier nach vorne kommen und eines dieser Bücher zu einem vergünstigten Hörerpreis erwerben. Und dann kann jemand geschenkt bekommen, die neueste Nummer von Sozialismus, weil die wiederum, das ist nicht bei uns verlegt, sondern in dem habe ich zu 4-in-1-Perspektive gerade letzte Woche einen Beitrag veröffentlicht und habe 5 Belegexemplare bekommen. Die brauche ich nicht, so dachte ich, eins schenke ich euch allen zusammen.